Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, ich hatte zwar im letzten Video gesagt, ich wollte FC Bayern gegen Rom schauen. Ja, habe mich dann jetzt aber doch entschieden, am 5.3. um 21:18 Uhr doch nochmal reinzuhüpfen ins RP. Mehr als 30 Spieler. Was richtig schön ist. Keine Ahnung, wie lang die Folge jetzt wird. Ich gehe davon aber aus, dass die alten Folgen von heute Vormittag vom 5.3. noch heute Abend freigeschaltet werden. Dann habt ihr sie nämlich schon gesehen, wenn dieses Video rauskommt. Schauen wir mal. Preparing to request. Ah, ich wollte schon sagen, lassen die mich nicht mehr rauf auf dem Server. Ah, doch. User in your channel was kicked from the server. Warum werden die eigentlich immer nur gekickt, wenn ich im im Teamspeak bin, in der Eingangshalle? Bevor ich dann rein verschoben werde, in-game. Ich bin mal gespannt, was heute Abend so gegen 9:30 Uhr auf dem Server noch los ist. Ob man noch was Ordentliches starten kann. Jetzt steht da gleich wieder Salty-Chat, ist nicht verbunden. Das kennen wir ja schon. Abendbrot hatte ich auch schon, eine schöne Stulle. De. Jetzt dürfen wir es auch gleich haben in ein paar Sekunden. Channel switched. Nappend. Welchen nehmen wir denn? Ach so, okay. Ah, was nehmen wir denn? Ich finde alle sehr schön. Ich glaube, ich nehme heute mal den GTI. Komm, wir nehmen den GTI. Welche Markierung habe ich denn da noch drin?
Kurze Frage, bist du gerade auf dem Weg zum Krankenhaus? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Hörst du mich? Ja, ich höre dich klar und deutlich. Ich bin gerade hier bei der Apotheke, mir noch ein paar Sachen kaufen, etc. Ich Und weiß, dann kann ich gleich nochmal ich zum habe deine Autohaus kommen, oder? Markierung GPS gesehen. Weil ihr wisst, dass eure Fahrzeuge getrackt sind, deswegen habe ich nachgefragt, ob du auf dem Weg zum Krankenhaus bist. Ja, ich war gerade beim Krankenhaus. Brauchst du da irgendwas, oder? Ach, nee, alles gut. Ich brauche gute Mitarbeiter, der Rest ist egal. Ich wollte mir jetzt noch ein Handy kaufen, weil meins wird geklaut. Und dann wollte ich mal einen Beitrag posten, keine Ahnung, dann können wir uns ja gleich nochmal unterhalten, dass wir mal ein bisschen ein paar Kunden rankriegen. Dann können wir mal ein paar Autos tunen und so weiter. Was hältst du davon? Erstens finde ich gut und zweitens, du hast ein sehr schönes Auto. Danke, das habe ich da stehen lassen. Ich habe vorhin mit dem Kollegen mal eine Schulung gemacht, wegen Tuning und so. Ja, ich habe schon gesehen, bei mir geht's auch. Hi, alles gut, Luigi? Da ist uns Alles gut, hochgestuft, ich ne? bräuchte eine Reparatur. Ja, alles gut, dann ich kümmere mich mal eben um Luigi. Wer ist Luigi? Dein Mitarbeiter? Ach so. Weil du nicht im Kumpfkreis bist? Ich? Ach so, hier der andere Kollege. Hier ist kein anderer Kollege. Natürlich, der im Funkkreis? Schätzelein? So, ja, aber den sehe ich doch nicht. Natürlich siehst du den, du kannst. Ach so, du siehst die Leitstelle nicht. Okay, gut. Jetzt ist die Frage, offiziell dürfen wir nicht mehr rappen. Wir dürfen Schuh, egal, ist mir jetzt egal. Wenn ihr nicht reparieren dürft, fahre ich zum ADAC, ist kein Stress. Na, ist egal, passt schon. Ja, Wusste ich nicht. offiziell dürfen wir keine Abschleppsachen mehr machen und so. Aber das ist ja keine Abschleppung, das ist eine Reparatur. Ja, ist eine Art eine Tuning, ist quasi das Auto besser machen. Ja. Ist auf jeden Fall heile. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, das war eine kleinere Reparatur, oder? Rechnung geht an die Dienststelle. Machen wir nicht mehr. Wie machen wir nicht mehr? Oder Geschäftsstelle? Achso, Herr Fischer. Ach ja, okay, alles da. Ich habe nichts gesehen, können weiterfahren. Perfekt. Guten Abend. Tschüss. Ciao, ciao. So, jetzt können wir weitersprechen. Ich habe den Herrn Fischer nicht erkannt von der Polizei. Wo bist du denn gerade? Ja, auf Arbeit. Im Autohaus. Sieh, ich muss noch ein bisschen was erledigen. Ich komm vorbei, bis gleich. Sorry, dass gerade die Codierung überlastet ist, aber aktuell mag mich das Spiel nicht.
So, ich werde mal einmal kurz gucken, ob noch Schmierereien hier sind. Es scheint gut auszusehen. Läuft. Ja, in der Zwischenzeit, wo der Kollege rankommt, kann ich ja mal eben schnell tanken fahren. Ich war nämlich nur noch auf 40%. Gut, sehr schön. Sehr schönes Auto haben sie da. Welches denn? Ja, der Maybach ist schon schön, oder? Ja, ist schon. Naja. Übrigens, du kannst jetzt tun. Ja, ich hab's gesehen. Na, ich habe das mit dem Kollegen auch ausprobiert. Dann habe ich das schon mal. Ich habe den auch erklärt, wie Tuning funktioniert. Im Prinzip kaufst du die Ware an. Ja. Und du musst quasi eine höhere Summe berechnen. Ja, also das, was da steht, im Endeffekt, ist der Einkaufspreis. Genau, deswegen wird die Kasse dann auch immer leerer und du musst quasi eine Summe X. Zum Beispiel, wenn es jetzt 70 kostet, nehme ich immer 100. Aber wenn das mal ein bisschen weniger ist, ist es ja auch nicht schlimm. Ich wollte jetzt einen Beitrag hier in Twitter oder was machen. Ein Tweetel? Genau. Kannst du gerne machen. Und dann wollte ich hier mal sagen, dass die Leute mal hier vorbeikommen sollten, weil wir günstige Tunings anbieten, oder? Ach, günstig sind wir nicht, aber ja, du musst. Also ich bin jetzt heute Abend nicht lange da, ich bin eigentlich nur. Hilfe, ist das hell. Was war das? Oh, die Lampe war aber ganz schön hell. Auf einmal hatte ich einen Strahl über dem Kopf. Naja, ich bin jetzt nur ganz kurz da, weil ich geguckt habe, ob du da bist, um ein paar Sachen durchzusprechen, ob das so läuft. Im Prinzip überlasse ich dir quasi, ich sag mal so, du bist ein Teil vom Auto, hast du ganz gerne machen und tun, was du möchtest, was dem Unternehmen was bringt. Ja, okay. Weil ich sag mal so, für mich ist jedes Auto, was verkauft wird, gut. Ich bin halt heute ein paar Autohäuser abgefahren.
und das sah schon echt gut aus. Wie meinst du, es sah schon echt gut aus? Ja, was so Interieur ausgeht. Unser ist auch schön. Es ist halt, die Standorte sind halt gut, direkt da unten am Hafen oder so. Aber ich denke mal, wenn man für uns ein bisschen Werbung macht, dann wird das auch laufen. Ja, genau. Ich möchte Aber nicht auf sonst. einen Schlag 50 Leute hier stehen haben, die sollen nach und nach kommen. Weil Ja. sonst, hattest du mitbekommen, nur mittlere. Ja. Weil Was? nur der mittlere funktioniert zum Tune. Alle Ja, anderen genau. funktionieren nicht. Ja. Ja. Im Prinzip, wenn du ein Tune, brauchst du ein Testobjekt zum Tunen oder kriegst du es hin? Kriegt das hin? Ich sag mal, sonst hätte ich ein Fahrrad gekauft. Du kannst ja mir auch Fahrrad tunen. Was Ja, krieg ich richtig hin. schlau ist. Ja. Ich sag mal so, du kriegst jetzt 600 halbstündlich. Man muss dann natürlich auch ein bisschen reinholen. Ja. Aber ich denke mal, wir haben jetzt aktuell 519.000 auf dem Konto. Also sollten wir 500. Ich hab 900. 919, Ja, 919. genau. Und im Prinzip verkaufen wir ein gutes Auto da drüben. Ja, genau. Ich sag mal so, viele Leute wissen, dass ich hier bin. Die rufen mich auch direkt an. Übrigens, im Handy musst du immer den Schalter umlegen, dass die Leitstelle aktiv ist. Habe ich schon. Ja. Gut. Ah, sehr schön. Na, du warst das. Sehr schön. Das So, ist ich doch gut. versuche jetzt mal, wie das jetzt hier funktioniert. Moment. Willst du nicht ein schönes Auto da vorstellen? Du kannst eventuell dein, so ein Porsche oder so. Ich sag mal so, da stehen die Genau. Autos. Ich muss erstmal gucken, wie es funktioniert. Moment. Ich kann es dir nicht sagen, weil so gehen die Deutschen. Die Deutschen gehen so. So gehen die Deutschen. Die Deutschen gehen so. So gehen die Deutschen. Ah, schön. Ach, herrlich. Ich kann jedes Auto hier rausparken. Also, Hilfe, der war aber schnell. Ach, das war die Feuerwehr. Im Prinzip kann ich dir jetzt jedes Auto hier hinstellen zum Fotografieren. Das, der Porsche ist doch gut. Ist ein Bentley, aber ist okay. Ach so, der Porsche. Hinter mir. Ne, ich habe den einfach mal rausgestellt, um einfach so zwei Autos zu zeigen. Im Prinzip, ja, ich bin, tu mir noch ein bisschen schwer. Ich könnte die Autos direkt ankaufen, dass die hier zum Verkauf stehen. Was das Ding ist, wenn die keiner haben will, dann ist das Geld weg. Ach, das wäre. Wunderbar. Ne, hier gehen leider nur zwei. Oh. Okay. Warte mal. Was hätten wir noch gerne? Ja, hier gehen sogar vier. Ich habe Hier. es zwei gemacht, zwei Fotos. Alles gut. Ich sehe gerade, man kann hier vier Autos hinstellen. Was hätten wir denn gerne? Schick, oder? Ja. Ich wusste gar nicht, dass man hier vier Fahrzeuge hinstellen. Also. Ja. Das ist ein Mustang. Das ist ein Porsche. Dann Bentley. Und das müsste der Bugatti Chiron sein. Ne, Bacardi Veyron. Ah. Ja, Funkgerät funktioniert. Ja, sorry. Ich bin hier gerade am Tippen, deswegen. Alles gut, passt schon. Wie am Tippen, ich verstehe sie nicht, aber ist okay. Nee, in meinem Handy bin ich am Tippen. Ah, okay. Ah. Ah, sieht doch echt schon gut aus. Ich sag mal so, ich kann jedes Auto hier hinstellen, was in unserem Katalog steht. Ja.
Mich stört das bloß, dass wir kein Mercedes haben, aber ich krieg leider kein Mercedes. Macht doch nichts. Wir haben dafür viel bessere. Ja, ich sag mal so, der Porsche ist schon schön. Den würde ich mir auch sofort kaufen. Der kostet doch nur 700.000. Ich sag mal so, wenn wir... Also im Verkauf 700.000. Wir machen da so knappe 400.000 mit Umsatz. Wenn wir ein Auto verkaufen. Dann schreiben wir rein. Professionelle Tunings bei uns in der Werkstatt. Billiger als beim ADAC. So. Nein, lass es, lass es. Ey, dann kriegen wir richtig Stress. Aber das ist das so. Ja. Ich habe heute 10.000 Euro für meinen Pikachu bezahlt. Ja, weil sie dich abkassiert haben. Ja, aber auch den Kult. Ja, ich weiß. Nee, das ist der Standard. 2000 Abstepp, 2000 Reparatur, Stellkosten, Busch, ich weiß nicht, das ist normal bei denen. Übrigens, die 187er hatten heute Vormittag alles hier beschmiert. Nee, oder? Doch, sicher. Selbst da oben am Schild war was dran. Am großen. Da kam die Feuerwehr mit der Drehleitung und hat sauber gemacht. Ah, das war ein Bild. Was habe ich das jetzt reingeschrieben? PLZ. Oh Mann, ey. 7, 6, 7. Wait. Ja. Habe ich gepostet, so. Ja, mal gucken. Ich habe auf jeden Fall mit dem Kollegen geguckt, die können keine Autos verkaufen. Oder ankaufen, das kann nur ich. Aber ich denke mal, okay, mit Tuning können wir eventuell was reißen. Deswegen habe ich euch beide auch schon höher gesetzt. Auf, ja. Jetzt könnt ihr halt nichts machen, auf Werkstattservice. Tipp, solltet ihr euch nicht dreckig machen wollen, könnt ihr euch gerne hinten im Raum umziehen. Genau. Ja. Aber ich habe das getuned. Getweedelt. Ich habe es getweedelt. Hast du gesehen? Ja, ja, alles gut. Kann man. Ja. Ja. Ich bin mal echt gespannt. Ja, ja, ich bin mal gespannt, was aus dem... Ich finde den Standort eigentlich echt schön. Ich habe nämlich gedacht, man kann hier nur zwei Autos hinstellen. Dass man hier vier... Geil wäre jetzt hier in der Mitte so ein Spot. Aber ich glaube, das ist... Da sind wir verwöhnt. Ich sag mal so, das Ding ist schon 1,3 Millionen, dann machen wir wahrscheinlich so 700.000 mit Umsatz. Ich guck mal aus Spaß. Wir machen damit dann 1, irgendwas Millionen Umsatz. Ja. War schon ganz gut. Ich habe ja hier auch schon ein paar Autos verkauft, deswegen haben wir den Grundumsatz. So, mal gucken, ob jemand kommt. Ich habe jetzt readet. Ich sag mal so, die Leitstelle ist aktiv durch mich. Ja. Könnte sein, dass jemand vorbeikommt. Ja. Ich sag mal so, Gesundheit. Ich reiche Ihnen mal einen Lutschbonbon rüber. Danke. Für die Nase. Ja, kommt auch falsch, aber... ich lasse den gleich alleine tunen. Und du sagst mir dann einfach, was du ausgegeben hast. Und ich mache dann die Rechnung. Irgendwie so. Wer tunt alleine? Nein, wenn du gleich mal, wenn jetzt einer kommen sollte, kannst du gerne alleine tunen. Ja. Du musst dich ja eh reinsetzen und dann sagst du mir einfach die Preise oder die Endsumme, die du hast.
und dann passt das schon. Ja, wir können ja mal ein bisschen Geld verdienen, oder? Ein bisschen. Also weiß ich nicht, so ein Volltuning. Ja, du kannst für. Du hast einmal dieses Standard-Tuning und du hast das erweiterte Tuning. Ja. Naja. Ja, mal. Ja, da kannst du nicht sehen, weil da kein Auto drin steht. Ja, ich hab's gerade wieder abgeschlossen. Da kannst du ruhig eben reinfahren, alles gut. Ja, der ist voll komplett getuned. Es gibt einmal Bremse. 1, 2, 3. Ja, das ist, ja, und jede einzelne Summe kann, bei der BF wird angerechnet auf Familienkonto, also auf Dingskonto. Auf Sammelrechnung und bei der Polizei auch. Ja. Ja. Schick. Finde ich gut. Ja. Ach, ich habe das bei anderen Autohäusern auch gesehen, die haben auch einfach ihre Fahrzeuge dazwischen gestellt. Weißt du, wo die 831 ist? 831. Da ist 832. Na, ich wollte eigentlich zum Tuninghaus von der 187 da mal gucken und da mal vorbeischauen. Aber es ist nicht die 818. Ich guck mal eben. Eins acht sieben. So. Wo ist denn die 187? Wo ist denn das? Oben im Norden? Wo denn? Komm, lass mal hinten. Nee, brauchst nicht. Alles gut. Da ist eh keiner. Da kannst gerne hinfahren. Ich bleib hier. Bis gleich.
Na, ich glaube, P ist keiner. Mal gucken, ob nur einer da ist. Warte mal, Dispatch. Moin. Bist du noch im Dienst? Ich denke mal schon. Ich bin gerade bei euch im PD. Könntest du eventuell gleich nochmal rumkommen? Doch noch für eine Anzeige? Komme ich sofort, ja. Ja, mach dir keinen Stress. Okay. Alles gut. Danke, ciao. Alles klar. Ciao. Kann ich helfen? Wo stehen Sie? Links. Oh, ich sehe gerade gar nichts. Kann man helfen? Ich sehe Sie nicht. Ja. Kommen Sie mal rein, dann sehe ich Sie eventuell. Was machen Sie denn da? Ich sehe sie nicht. Na, Herr Sauerstein, was kann ich für Sie tun? Egal, ich sehe sie zwar nicht, aber Kollege, Sie können ruhig weiterfahren mit dem Platz, ich kriege das alleine hin. Okay. Ich war ja, Ihre Kollegen waren ja heute Vormittag schon mal da und da war ja die Überlegung, keine Anzeige gegen die 187er zu stellen. Jetzt ist einfach das Ding, ich weiß nicht, was los ist. Kurze Erklärung wäre cool. Okay, Schmierereien 187 bei mir am Autohaus. Achso. Und die haben hier so wie an ihrer Seite ist ja Beschmierung. Und ja, die waren halt auch bei mir. Und ich hatte erst gesagt, ich mache keine Anzeige gegen die 187er, weil wir nicht wissen, wer es
sein könnte, ob es wirklich die 187er war. Jetzt mache ich trotzdem die Anzeige gegen die 187er, weil die Fotos hat der Herr, einer ihrer Polizisten gemacht. Ich weiß nicht, ob er die noch hat. Und ja, ich ziehe das jetzt durch. Ja, haben Sie die denn gesehen? Nein, das eigentlich nicht, aber war 100% die 187er. Können Sie das beweisen? Nein, leider nicht. Lohnt sich das nicht. Ja, aber wenigstens auskitzeln, vielleicht geben Sie es ja zu. Ja, gut. Ja, also Sie können eine Anzeige stellen, aber da kann ich Ihnen sagen, da wird nichts passieren. Ich weiß auf jeden Fall, was ich jetzt mache. Ich werde mal einmal powernappen, ich sehe Sie überhaupt nicht. Okay. Überlegen Sie sich das mal, Anzeige, ob das Ihnen nicht mehr Probleme macht, als Sie jetzt schon haben. Ich habe keine Probleme, aber ist okay. Ja, vielleicht bekommen Sie dadurch irgendwie Probleme oder so, weil die Anzeige, die wird... Ich mache mal eben Powernap, weil ich sehe gar nichts. Channel switched. Ah, ich weiß nicht, was aktuell los ist. Ich weiß nicht, ob das an meinem Rechner liegt, keine Ahnung. Ich habe es jetzt versucht, erstmal so auszuspielen, auch wenn ich ihn nicht sehe. Also, RP gut und schön. Aber ich habe halt echt das Problem, ich weiß nicht, was aktuell los ist. Ob es mein Rechner ist, ob es die MLOs sind. Weil bei allen anderen Spielern läuft es vernünftig. Nur bei mir nicht. Guck mal, im Prinzip habe ich nicht mal den Ladebildschirm. Ah doch, jetzt habe ich ihn. Also ich weiß nicht, was aktuell los ist. Wenn ihr eine Ahnung habt, ey, wäre es echt geil, wenn ihr mir helfen würdet. So. Channel switched. Aha.
Ah. Ich weiß nicht, was da schon Ja, wieder los Moment war. kurz. 2515 meldet sich, weil du aus dem Funkkreis abkommen. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Danke. Ja, lassen wir es mit der Anzeige, ist alles gut. Ich denke mal, Okay. dann machen Sie Feierabend, dann ist gut. Ja, die Anzeige, die würde halt einfach nichts bringen, weil sie haben nicht gesehen, wer das war, und das beweisen können sie es nicht. Ja, verstehe ich. Schönen Tag noch. Jo, ciao. Tag. Wir haben gleich Nacht. Ah, gute Nacht. Ja, nach die. So, ich bin wieder im Funk. Gut. So. Ich denke mal, das reicht auch für heute. Es sind nämlich schon wieder 45 Minuten Aufnahmezeit mit einer kurzen Unterbrechung, aber gut. Ciao mit Frau Robin. Tschüss. Disconnected.